Dann fragte Jesus die Zuhörer, zündet man etwa eine Öllampe an, um sie dann unter den Eimer oder ein Bett zu stellen? Im Gegenteil, eine brennende Lampe stellt man so auf, dass sie den ganzen Raum erhält. Ich kann ziemlich gut snowboarden. Und ich glaube, ich bin auch nicht so ein schlechter Redner. Das kann ich auch ziemlich gut. Darf man das sagen? Oder ist das eingebildet, wenn man das sagt? Ich glaube, es ist nicht eingebildet. Ich glaube, eingebildet wäre, wenn ich würde sagen, hey, ich bin im Fall viel besser als du. Ich habe es viel besser als du im Griff. Das sage ich nicht. Ich sage einfach, das kann ich gut. Ich bin zum Beispiel ein miserabler Kopfrechner. Ich brauche meine Finger zum Rechnen. Das kann ich überhaupt nicht. Da bin ich voll in Pfeife. Und Buchhaltung habe ich müssen lernen, aber ich komme schübe über, wenn ich muss Buchhaltung machen. Ich bewundere Buchhalter. Das finde ich der Hammer. Die sind unglaublich. Aber es bringt ja nichts, wenn das, was ich gut kann, das, was Gott mir gegeben hat, die Gaben und die Fähigkeiten, wie jetzt da euch, dass wir da dieses Movie zu machen, nicht nutzen. Was bringt denn das, wenn ich mein Talent irgendwo unter den Tisch stelle? Da wird nichts besser, wird nichts schöner. Es verändert sich gar nichts. Es bringt nur dann etwas, wenn ich das Licht, das ich bekomme, von Gott nutze, um die Welt ein bisschen heller machen. Und das bedeutet eben, dass ich die Gaben und Talente, die ich habe, auch anerkenne und sie einsetze für das Reich von Gott. Und auf der anderen Seite, dass ich sehr genau weiss, was ich nicht kann und wo ich andere brauche.